Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung anlässlich der Gedenkjahre. Ich möchte zwei Persönlichkeiten besonders begrüßen. Das erste ist unser heutiger Referent, unser heutiger Gast, Herr Gerhard Bonner. Danke noch einmal, dass Sie gekommen sind. Frau Ministerarbeitin außer Dienst, Dr. Anneliese Habersek, die uns viele Jahre begleitet hat. Anneliese, danke, dass du da bist. Ich danke Ihnen allen. Kennen ist das keine Bildungslücke. Ich habe nie wieder was von Ihnen gehört. Jedenfalls spielt nicht diese Tüte mit so viel Hingabe und Ambition und Werf oder was weiß ich, was man sagen soll, dass die Leute begeistert applaudierten. Die Frau Professor kam auf die Bühne, streichelte meinen Kopf. Mein Vater sagte nachher, ja, vielleicht war es doch nicht ganz herausgeschmissenes Geld. Und so ungefähr sahen auch später meine guten Kritiken aus. Mit 6 kam ich in die Schule und bekam dann einen Sitznachbar namens Otto Tausig, mit dem ich eine Freundschaft auf den ersten Blick verband. Er war ein wirklicher Vorzugsschüler. Ich hatte zwar auch lauter Einser im Zeugnis, aber ich habe den Vorzugsschüler nur simuliert. Der Otto hatte dichterische Ambitionen und das schon mit 7 Jahren. Seine Aufsätze waren beispielgebend, meine waren mehr Talmi. Um ein Beispiel zu geben, wir hatten einmal einen Aufsatz zu schreiben, das Thema hieß Zu spät. Mein Aufsatz sah folgendermaßen aus. Der Aufsatz hätte von 9 bis 10 Uhr geschrieben werden sollen. Es ist 9:45, mir fällt nichts ein. Es ist 9:30, mir fällt doch immer nichts ein. 9:45, wo soll ich mir eine Idee hernehmen? Jetzt ist es 9:45, jetzt fällt mir was ein, aber es ist der Titel zu spät. Ja, und ich war neugierig, was ich für eine Note bekomme, wieder auf den Aufsatz. Zu meinem größten Staunen bekam ich einen 1. Hörte offensichtlich eine sehr nachsichtige Lehrerin damals. Ja, und dieser Otto kam mich eines Tages besuchen und fand in unserer Wohnung ein Klavier. Wer spielt bei euch Klavier, wollte ich wissen, weil die Wohnung war nicht danach angetan, dass man dort ein Klavier vermutet hätte. Ich, sagte stolz. Ja, dann spiel mir was vor. Ich spiel dir was vor. Und so sagte, kannst du auch was komponieren? Ob ich was kann? Das Wort habe ich noch nie gehört. Na, eine eigene Musik erfinden. Ja, natürlich kann ich das, mit einer ungeheuren Chuzpe. Das Wort Chuzpe verstehen Sie nicht. Das heißt Frechheit. Das ist ein jiddisches Wort, verzeihen Sie vielmals. Wird nicht mehr vorkommen. Das ist gut, sagt der Otto, wann du komponieren kannst. Ich habe nämlich ein Gedicht geschrieben, das gebe ich dir jetzt zum Vertonen. Ich prüfte das Gedicht fachmännisch. Dann setze ich mich ins Klavier. Das kann ja jeder singen. Also, wir haben damals in der Schule, in der Volksschule, etwas über die Kreuzzüge gelernt. Das hat den Otto Tausig so tief beeindruckt, dass er auch ein Gedicht gemacht hat. Ich habe es vertont. Fern im Osten, herrlich weit, eine edle Mannsgestalt mit einem Adler auf der Brust schreitet sie, die Mannsgestalt, ja, schreitet sie einher voller Lust. Doch die Feinde hatten sein Tod beschlossen und haben ihn mordlings erschossen. Das war der Schuss. Und während der Mondschein matt und mild hat sich das Schicksal dieser Mannsgestalt erfüllt. Also das war wie gesagt meine erste Frage. Ermutigen Sie mich nicht. Dann spiele ich Ihnen noch ein paar so furchtbare Sachen vor. Also als ich meine erste Komposition an den Eltern vorgespielt habe, waren sie natürlich begeistert, wie sie das so gehört. Als ich das meinem Bruder Oskar vorgespielt habe, sagte er, wer hat diesen Text geschrieben? Sagte der Otto.
Oskar sagte so, wenn dieser Otto noch einmal mit einem Text daherkommt, schmeiß ich ihn durchs Fenster hinaus. Der Otto Tausig hat mit der Zeit das Dichten aufgegeben und wurde ein Schauspieler. Nicht in irgendeinem Schmierentheater, sondern im Wiener Burgtheater. Ich weiß, es gibt Leute, die werden sagen, das ist ein großer Unterschied. Aber das stimmt natürlich nicht. Das Burgtheater zahlt viel bessere Gagen. Ja, dann kam ich also ins Gymnasium, da eine rigorosen Aufnahmeprüfung, die ich zu meinem größten Erstaunen bestanden habe. Da würde ich noch nicht in Darstellung die Geometrie geprüft. Und eine Zeit lang ging es ganz gut, dann hat mein Vater Schwierigkeiten gehabt, das Schulgeld zu bezahlen. Damals mussten Lehrbücher noch gekauft werden, für die hat er kein Geld gehabt. Ich musste Bücher von Schulkollegen ausleihen. Und denen bin ich furchtbar auf den Nerv gegangen. Meine Noten waren immer schlechter. Und in der vierten Klasse bin ich aus dem Gymnasium rausgeschmissen worden. Hauptsächlich wegen der Tatsache, dass mich das Darstellen der Geometrieprüfung nicht interessiert hat. Ja, aber ich habe das Jahr 1934 übersprungen. In diesem Jahr brach nicht nur für meine Familie, sondern für ganz Österreich eine Katastrophe ein. Am 12. Februar 1934 begann der Bürgerkrieg. Die Polarisierung der politischen Stimmungen und Strömungen des Landes war nach dem Brand des Justizpalastes so weit fortgeschritten, dass ein friedliches Nebeneinander nicht mehr zu denken war. Bundeskanzler Dollfuß, wegen eines kleinwüchsigen Aussehens, auch Millimeter nicht genannt, löste wegen einer fadenscheinigen Ursache das Parlament auf, führte die Todesstrafe wieder ein und begann das Land so zu regieren, wie das Machtzerland Italien von seinem großen Vorbild Mussolini gelernt hat. Das Waffenlager der sozialistischen Schutzbünder sollte beschlagnahmt werden, die Schutzbünder wollten sich zur Wehr setzen und ein Generalstreik wurde ausgerufen und das Schießen begann. Meine beiden Brüder waren Mitglieder beim Schutzbund, schanzten sich mit ihren Gesinnungsgenossen in irgendeinem der vielen Gemeindebauten. Die wurden mit Kanonen des Bundesheers beschossen und mussten nach einigen Tagen der Belagerung aufgeben. Meine Brüder versuchten zu fliehen, gelangten auch irgendwie ins Freie, aber mein Bruder Emil wurde in den Rücken geschossen. Oskar schleppte ihn irgendwie in Sicherheit, aber einen Spital war nicht zu denken, denn die Spitäler wurden von der Polizei nach verwundeten Schutzbündungen durchsucht und die wurden in vielen Fällen nicht nur eingesperrt, sondern auch aufgehängt. Emils Schusswunde wurde also daheim behandelt. Nach einigen Wochen stellte sich heraus, dass die Wunde mit Tuberkel infiziert war und er starb ein halbes Jahr später unter furchtbaren Schmerzen an Tuberkulose, Gehirnentzündung. Alle Parteien waren verboten im Land. Es war ein Vorbote dessen, was dann später unter Hitler als faschistische Diktatur empfinden werden musste. Es gab in Österreich, wie gesagt, keine politischen Parteien mehr. In der Zeit gibt es eine Anekdote. Statt der politischen Parteien, die einzige erlaubte politische Formation, die es noch gab, nannte sich die Vaterländische Front. Und wer in Österreich irgendwas werden wollte oder auch nur sein wollte, wenn er einen fixen Job haben wollte oder Aufstiegsmöglichkeiten haben wollte, musste dieser Vaterländischen Front beitreten. Und da gibt es eine schöne Geschichte von einem ausländischen Journalisten, der Österreich bereist und die Stimmung einfangen will. Kommt in irgendein kleines Dorf in der Provinz und fragt dort den Bürgermeister, wie es um die politische Gesinnung seiner Einwohner stünde. Der Bürgermeister denkt einen Moment nach und sagt dann, na jo, die eine hört es an Sozi und die andere hört es an Nazi. Der Journalist sagt erstaunt, na was ist mit der Vaterländischen Front? Na tut es einmal alle, sagt der Bürgermeister. Und das waren die Zustände von 34 bis 38. Im 38er wurde es nicht besser, im Gegenteil. Die Nazis marschierten ein und Österreich hörte auf zu existieren, hieß ab nun nur noch Ostmark. Eine Woche nach dem Einmarsch der Nazis wurde mein Vater verhaftet, denn er war als illegaler Sozialdemokrat tätig und Flugzettel und Zeitungen verteilt. Bei der Gelegenheit wurde mein Bruder Oskar auch gleich mitgenommen, denn man fand bei einer Hausdurchsuchung seine alte Schutzbunduniform. Meine Mutter und ich wussten zunächst nicht, was mit den beiden geschehen war,
Nach etwa einer Woche erhielten wir einen Brief aus der Lagerleitung des Konzentrationslagers Dachau, dass zwei Juden namens Bronner im Lager angelangt wären und dass die Angehörigen dieser beiden Häftlinge verpflichtet werden, pro Insassen des Lagers jede Woche 10 Reichsmark zu entrichten für den Unterhalt. Die Katastrophe war unübersehbar. Es gab so gut wie gar kein Geld im Haus. Meine Mutter nähte wie besessen, verkaufte, was immer sie fertig genäht hatte, zum halben Preis, um jede Woche nur 20 Reichsmark nach Dachau schicken zu können. Wenn sie nicht gelangt, verkaufte sie vom Hausrat, was immer irgendeinen Käufer fand. Und für Essen war kaum noch Geld da. Das Warenhaus, in dem ich gearbeitet habe, ich hätte Schaufensterdekorateur werden sollen, nach dem Willen meiner Eltern. Das wurde arisiert, ich wurde fristlos entlassen. Um wenigstens ein kleines bisschen Geld nach Hause zu bringen, ging ich zum Südbahnhof und habe dort Koffer getragen. Hin und wieder kam es vor, dass ich mit einigen Münzen nach Hause kam. Und dann eines Tages wurde ich von den berufsmäßigen Kofferträgern, den sogenannten Dienstmännern, verprügelt. Ich habe mich nicht mehr getraut, dorthin zu gehen. Ich saß daheim und hatte Hunger. Ich wusste, irgendwas musste ich unternehmen. Daher beschloss ich, das Land zu verlassen. Dazu allerdings brauchte ich nicht nur Geld, sondern einen gültigen Reisepass. Einen Reisepass aber des Deutschen Reiches bekam ein Jude nur dann, wenn er einen gültigen Steuerunbedenklichkeitsnachweis vorlegen konnte. Und das war gar nicht so einfach, denn es gab tausende ausreisewillige Leute, die diesen Nachweis erbringen mussten. Der war eine ungeheuer lange Schlange von Menschen vor der Finanzlandesdirektion im 3. Bezirk, die ich dort angestellt habe. Ich habe mich dazugestellt, mit einer Thermosflasche und Decke bewaffnet und zwei ganze Tage und eine Nacht bin ich dort in der Schlange gestanden, bis ich endlich dem zuständigen Beamten vorsprechen durfte. Er ist aber süß! Da habe ich gesagt, ja bitte, ich brauche einen Steuerunbedenklichkeitsnachweis, damit ich einen Pass ansuchen kann. Der Beamte sagte, bist du schon steuerpflichtig? Ich sagte, nein, ich bin erst 15 Jahre alt. Na, da muss dein Vater kommen. Bitte, mein Vater kann nicht kommen. Warum nicht? Weil der ist im Konzentrationslager Dachau. Ja, du musst jetzt warten, bis er rauskommt. Dann fragte ich ganz schüchtern, ja bitte, und wovon soll ich bis dahin leben? Da sah mich der Beamte mit einer durchdringenden Freundlichkeit an und sagte, hat er ja keiner geschafft, dass Leben so ist. Ne? Das war das Ergebnis von über 30 Stunden Schlange stehen. Und wenn ich es bis dahin nicht gewusst hätte, spätestens jetzt wusste ich es, eine neue Zeit war angebrochen. Ich musste weg aus Österreich. Legal ging es nicht, also ging ich illegal. Ich fand im Kasten meines Bruders eine Ausflugskarte des nördlichen Waldviertels. Und dort war etwas Seltsames eingezeichnet, nämlich ein Jagdrevier. Ein Jagdrevier, das umzäunt war und das über die Grenze ging. Das stammte aus der Zeit der K&K-Monarchie. Und ich habe mir gedacht, wenn es mir gelingt, in dieses Jagdrevier hineinzukommen, könnte ich vielleicht unbemerkt über die Grenze gehen. Im Mai 1938 war das nicht möglich. Ich habe einige Bücher meines Bruders verkauft, kaufte mir dafür eine Fahrkarte bei der Franz Josef Bahn und fuhr damit nach Retz. Von dort mit einer kleinen Verbindungsbahn nach Unterretzbach, wo dieses Jagdrevier war, ging den Zaun entlang und plötzlich fand ich dort ein Loch im Zaun. Also offensichtlich war schon der andere von mir auf die Idee gekommen. Ich kroch durch das Loch, ging etwa eine Stunde lang in Richtung Norden, kam zu einem anderen Zaun, den ich überklettert und war in der Tschechoslowakei. So einfach ging das damals noch. Ich bin überzeugt, dass einige Wochen später das nicht mehr möglich gewesen. Der nächste Ort in der Tschechoslowakei war Znaim. Der war mir zu klein, um dort Asyl anzusuchen. Die nächste größere Stadt war Brünn und dort habe ich mich beschlossen, dort muss ich hin. Per Autostop bin ich nach Brünn gelangt. Ich kannte keinen Menschen in Brünn natürlich, hatte weder Papiere noch Geld, hatte auch keine Pläne für die Zukunft. Ich wollte nur heraus aus Österreich. Und da hatte ich eine interessante Idee. Ich kannte, wie gesagt, keinen Menschen. Ich ging eine Geschäftsstraße entlang und suchte unter den ganzen Namen, die dort standen,
einen jüdischen Namen fand, einen Menschen namens Jakob Bloch, der eine Art von Parfümerie oder so eine Drogerie hatte. Und ging rein, stellte mich vor, ich bin gerade über die Grenze gekommen, habe mir so mein Schicksal erzählt. Und da war sehr nett und da so, was willst du hier machen? Ich sage, keine Ahnung. Na, was kannst du? Ich sage, kein Fenster putzen. Wieso? Weil ich als Schaufensterdekorateur-Lehrling die ganze Zeit Fenster putzen müssen. So, gut, du hast einen Kübel Wasser, das dann fetzt und putzt mir mein Fenster. Ich habe dieses Fenster geputzt, wie es sicherlich noch nie geputzt worden ist. Mit einer Sorgfalt und Hingabe sondergleichen. Und als ich fertig war, habe ich ihm stolz das Resultat meiner Arbeit vorgeführt und was verlangst du dafür? Da habe ich gesagt, naja, so sind 5 Kronen zu viel. 5 Kronen war damals 1 österreichischer Schilling. Und damit Sie einen Begriff haben, was man, für einen Schilling konnte man in Wien in einem minderen Restaurant ein ganzes Menü haben. Ein Fahrschein kostete damals 35 Groschen. Also ich bekam, mit anderen Worten, 5 Kronen. Ich hätte mir so theoretisch in Brünn ein Menü in einem minderen Gasthaus kaufen können. Naja. Und ich wollte mich schon bedanken und wecken. Ich sagte, nein, da drüben ist noch ein Kollege für mich, der möchte auch seine Fenster geputzt haben. So hatte ich also damals insgesamt 20 Kronen. Der Bloch war großzügig, gab mir statt 5 verlangten Kronen 10 Kronen. Sein Geschäftsfreund auch 10 Kronen. Mit diesem Startkapital habe ich meine Existenz in Brünn begonnen. Ich habe alle möglichen Gelegenheitsarbeiten gemacht, hin und wieder wie ein Fenster geputzt. Manchmal bin ich Kohlen schaufeln gegangen. Und als ich genug Geld beisammen hatte, kaufte ich mir eine sehr gebrauchte Gitarre bei einem Trödler und lernte einige tschechische Lieder, die ich zum Teil heute noch kann, und begann auf der Straße zu singen. Und zu meinem größten Erstaunen habe ich dafür mehr Münzen bekommen von den Passanten, als ich hier erwartet hätte, für meine Singerei zu kriegen. Und wenn mich damals jemand gefragt hätte, was bist du von Beruf, hätte ich gesagt, Straßensänger, sehr stolz. Das war mein erster Job, für den ich wirklich bezahlt wurde. Habe mir sogar schon eine eigene Freundin geleistet, die ich ins Kino ausführen konnte. Und habe geglaubt, jetzt habe ich eine Zukunft, jetzt habe ich einen Beruf. Und dann eines Tages kam ein Polizist her und fragte mich, ob ich die Genehmigung hätte, hier auf der Straße zu singen. Ich brauchte eine Genehmigung. Du brauchst eine Lizenz. Habe ich nicht. Hast du einen Ausweis oder irgendeine Aufenthaltsgenehmigung? Ich zeige ihm meine Aufenthaltsgenehmigung, die ich inzwischen bekommen habe. Und die ist schon abgelaufen. Entschuldige, du wirst nicht, du kommst mit. Nahm mich bitte auf die Polizeiwache. Und da wurde ich sofort in eine Zelle eingesperrt, in der ich 3 Tage und 3 Nächte gesessen bin. Eine ziemlich überfüllte Zelle war das. Und nach 3 Tagen wurde ich herausgerufen und habe mir gedacht, jetzt kann ich nach Hause gehen. Keine Rede. Ich wurde einem Richter vorgeführt, der mir alle möglichen tschechischen Sachen gesagt hat. Der andere hat mich angeklagt, alle möglichen Sachen. Nach einigen Minuten hat der Richter mit dem Holzhammer auf den Tisch geklopft und der Fall war erledigt. Ich habe geglaubt, ich kann nicht nach Hause gehen. Nein, ich konnte nicht nach Hause gehen, im Gegenteil. Der Richter hat mich dazu verurteilt, dass ich wieder in mein Heimatland abgeschoben werde. Ja, mehr habe ich nicht gebraucht. Ich wurde in ein Auto geführt, mit einer Handschelle, einer Stange angekettet und das Auto fuhr Richtung österreichische, oder ehemals österreichische, inzwischen deutsche Grenze, nach Znaim. Dort wurde ich einem alten Gendarmen übergeben auf der Wachstube, der mit dem Auftrag, mich über die Grenze zu führen. Der Gendarm sah mich lange an, fragte mich auf beimarkendem Deutsch, was hast denn du angestellt, dass sie dich abschieben wollen? Ich habe auf der Straße gesungen. Na und sonst? Meine Aufenthaltsgenehmigung abgenommen. Aha. Also, dann gehen wir halt auf die Grenze. Er schnappte sich den Gürtel um, setzte die Dienstkappe auf und führte mich hinaus, wo mir seine schwere Hand auf meiner Schulter lag. Woher kommst du eigentlich? Wollte er wissen. Aus Wien. Na, wie bist du über die Grenze gekommen? Durch dieses Jagdrevier bei Unterresbach. Ah ja, ja, da sind schon viele durchgekommen. Wo sind deine Eltern? Meine Mutter ist in Wien, mein Vater ist im Konzentrationslager Dachau. Hast du sonst noch Verwandte? Ja, einen Bruder. Der ist auch in Dachau. Scheißlich, scheißlich.
Wir gingen eine Weile steigend weiter, dann plötzlich blieb der Gendarm stehen und sagte, wenn du diesen Weg da weitergehst, kommst du nach einer Weile zu dem, was früher Österreich war. Ich blieb den fragend an, dann fuhr er fort, aber ich an deiner Stelle würde heutzutage nicht dorthin gehen. Sprach's, drehte sich um und ging weg. Ich schlug mich in die Büsche, wartete, bis er außer Sichtweite war und ging Znaim und gehend wieder in Richtung Norden. Irgendwo hinter Znaim nahm ich wieder ein Auto mit nach Brünn. Dieser alte Gendarm war einer der Menschen, denen ich mein Leben verdanke. Es gibt also auch solche Beamte, nicht nur Beamte von der Art, wie ich sie in der Wiener Finanzlandesdirektion kennengelernt habe, aber als ob der keine Chance das Leben so ist. Und leider sind solche Beamte wie dieser tschechische Gendarm immer und überall in der Minderheit. Und das leider weltweit. Am Abend dieses Tages war ich wieder in Brünn. Ich war nicht nur in Brünn, ich war auch hungrig. Meine letzte Mahlzeit habe ich im Gefängnis bekommen, wobei das Wort Mahlzeit ein Euphemismus ist. Da gab es immer nur Linsen, manchmal mit ein bisschen Speckschwarten dabei. Scheiße. Aber ich war zumindest einigermaßen genährt. Wenn man hungrig durch eine Stadt geht, merkt man erst, aus wie vielen Fenstern und Löchern Essensfilm hervorliegt. Wenn man satt ist, fällt einem das gar nicht auf. Und wenn, dann eher unangenehm. Aber als Hungriger empfindet man das als Tantalusqual. Ich hatte kein Geld natürlich, weil sowohl Gitarre als auch der Eimer, wo das Geld reingeworfen ist, wurde mir konfisziert. Ich habe mich nicht getraut, an meine alte Adresse wieder zu gehen. Ich habe den Herrn Bloch wieder aufgesucht und habe ihn gefragt, was ich machen soll. Er hat gesagt, du musst eine neue Aufenthaltsgenehmigung besorgen, aber auf einen anderen Namen, weil vielleicht ist dein wirklicher Name schon registriert. Also ich bekam eine Aufenthaltsgenehmigung auf den Namen Harry Braun. Und so habe ich den Rest meiner Zeit in Brünn verbracht unter diesem seltsamen Pseudonym. Der Herr Bloch hat gesagt, du hast doch einmal gesagt, dass du Klavier spielen kannst. Ich sage, ja, ein bisschen. Da könntest du vielleicht meiner Tochter Unterricht geben. Natürlich wollte ich das. Ich bin nicht sicher, ob ich es gekonnt habe, aber ich habe Unterricht gegeben, hat dabei festgestellt, dass man am meisten lernt beim Unterrichten. Das wird Sie vielleicht interessieren, wenn Sie mal Lehrer sind. Man muss immer mindestens einen Schritt weiter sein als die Schüler. Und diesen einen Schritt lernt man sehr viel. Aber das können Sie vielleicht von berufenen Leuten besser erklärt bekommen als von mir. Ja, und ich habe nach Wien geschrieben, dass ich jetzt eine neue Adresse habe. Und plötzlich bekam ich einen Brief von meinem Vater. Mein lieber einziger Sohn, schrieb er. Ich bin vorgestern aus Dachau entlassen worden, bin wieder in Wien. Leider muss ich dir eine schreckliche Mitteilung machen. Dein Bruder Oskar ist tot. Wie er umgekommen ist, das weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Mir hat man gesagt, dass es Herzstillstand war. Und ich zwinge mich dazu, das zu glauben. Wir haben jetzt nur noch dich. Bitte gib Acht auf dich, denn ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder sehen werden. Wie, wann und wo, das weiß der liebe Gott, wenn es ihn gibt. Vater. Diesem Brief war ein Foto meines Vaters beigelegt. Seine Haare waren auf diesem Foto schneeweiß. Als ich ihn einige Monate davor zum letzten Mal gesehen hatte, war er dunkelhaarig und ein bisschen grau meliert. Anhand dieser Metamorphose konnte ich mir ausmalen, was er in Dachau erlebt haben muss. Die Politik ist nicht stillgestanden. Hitler wollte die Sudetengebiete seinem Deutschen Reich einverleiben. Und im Sudetenland gärt es, dort lebten etliche hunderttausend Deutsche, die heim ins Reich wollten. Es fand eine internationale Konferenz statt, wo der englische, der französische, der italienische und der deutsche Außenminister beschlossen haben, die Sudeten, das Sudetengebiet von der Tschechoslowakei abzutrennen. Und es kam eine neue Regierung der Tschechoslowakei an die Macht
Das Erste, was sie verfügt haben, war, sämtliche Flüchtlinge und Emigranten aus anderen Ländern auszuweisen. Ich erhielt also den Bescheid, dass ich binnen 48 Stunden das Land zu verlassen hätte. Nicht leicht. Wenn man kein Geld hat, keine Ausweispapiere, kein Visum, nichts. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe nur gewusst, in Brünn kann ich nicht bleiben. Da hatte meine Klavierschülerin, die Tochter des Herrn Bloch, die damals 8 Jahre alt war, eine interessante Idee. Da gibt es einen zionistischen Jugendclub, gehen wir doch mal hin. Vielleicht hat dort jemand eine Idee, was man machen könnte. Wir gingen also hin. Da war eine erhitzte Diskussion im Gange. Keiner hat gewusst, was man machen soll. Es wurde drunter und drüber diskutiert. Plötzlich wendete sich ein junger Mensch zu Wort, der ganz leise sprach, aber alle hörten ihm zu. Er sagte, es gibt illegale Transporte nach Palästina. Illegale Transporte nach Palästina? Wo starten die? Ja, irgendwo im Donaudelta, von einem Schwarzen Meerhafen. Wie heißt der? Konstanza, in Rumänien. Wie kommt man dorthin? Ja, da kommt man hin, sagt er, indem man die Donau so lange stromabwärts fährt, bis man am Schwarzen Meer ist. Jetzt fragt sich nur, sagt ich, wo nimmt man ein Schiff her, das einen bis zum Donaudelta bringt? Tja, das ist die Frage. Das Gespräch folgte. Eine Zeit später löste sich die Gesprächsrunde auf und ich schloss mich diesen Jungen an und sagte, du, was du da vorhin gesagt hast, von diesem Schiff, von den illegalen Transporten, das interessiert mich. Wie heißt du übrigens? Michel Feldmann. Und du? Ich heiße Harry Braun. Nein, eigentlich heiße ich anders, aber auf meiner Aufenthaltsgenehmigung steht Harry Braun. Da sagt er, Harry Braun genügt mir. Nach einer längeren Gesprächspause sagte ich, das mit diesem illegalen Transport, das geht mir nicht aus dem Kopf. Er, mir auch nicht. Ich. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, nach Konstanza zu kommen. Er, wenn du sie weißt, dann sag sie mir. Nach einigen Nachdenken sagte ich sie. Hör zu, Michel. Aus Brünn müssen wir sowieso verschwinden. Ich schlage vor, dass wir miteinander nach Pressburg fahren. Wie kommst du aus Pressburg? Weil Pressburg an der Donau liegt. Er sah mich lange an und dann sagte er, Respekt, Harry, das war keine blöde Idee. Aber wie kommen wir nach Pressburg? Hast du eine als Geld für Fahrkarten? Nein, wir können es bei Autos doch probieren. Willst du allen Ernstes versuchen, mit mir nach Palästina zu fahren? Na, hast du eine bessere Idee? Leider nein. Also dann probieren wir es. Was haben wir schon zu verlieren? Einverstanden. Wann fahren wir? Morgen entschieden. Ich schlief diese Nacht, sofern ich auch schlafen konnte, noch einmal bei den Blocks. Zum Frühstück teilte ich meinen Gastgeber mit, dass ich mit einem Freund nach Palästina zu fahren werde. Das ist doch Wahnsinn, rief Herr Bloch aus. Wie willst du ohne Geld, ohne Papiere, ohne Einreise da dorthin kommen? Natürlich illegal. Das ist doch gefährlich. Ich weiß, aber nach Brünn bin ich auch illegal gekommen. Mit der Zeit bekommt man da Übung und verliert die Angst. Wenn das nur gut geht. Wir fuhren also per Autostop nach Pressburg, das hat über 2 Tage gedauert. Ernährt haben wir uns, indem wir bei Wurstbuden gewartet haben, was die Leute stehen lassen, Brot oder Wurstzipfel oder so ähnliches. Und so kamen wir nach Pressburg an, gingen zum Donauhafen und stand tatsächlich ein Schiff der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, das hieß Schönbrunn. Das war ein Ausflugsschiff, wo verdiente Parteigenossen der Partei, also der Nazi-Partei, einen Ausflug zum Donaudelta machen dürften, wie sich später herausgestellt hat. Wir wollten uns auf dieses Schiff, fragten einen Matrosen, der gerade rauskam, um Zigaretten zu kaufen, ob wir vielleicht mitkommen könnten. Wieso? Na, wir sind bereit zu arbeiten. Ich dachte, das ist keine schlechte Idee. Unser Heizer, der tut sich ein bisschen schwer mit dem Kreuz. Ich werde ihn fragen. Der Heizer kam an Bord, winkte uns, dass wir bei Dunkelheit, wenn wir daherkommen sollen, wir kamen an Bord, haben uns in den Heizraum hinuntergeschmuggelt, gaben sie eine Schaufel und da müssen wir die Kohle schaufeln. Wir schaufelten uns durch Ungarn, durch Jugoslawien, haben von der Landschaft nicht das Mindeste gesehen, wie Sie sich vorstellen können. Und der nächste Stopp wäre Rumänien gewesen, genau in jenes Land, wo wir hin wollten. Aber der Motor des Schiffes wurde defekt,
Ein Ingenieur kam herunter, entdeckte uns, hat uns raufgebracht, entdeckt, und wir sind in eine lausige Kajüte eingesperrt. Und das Schiff fuhr mit halber Kraft, also noch weniger, in den nächsten Donauhafen, der war nicht in Rumänien, sondern auf der anderen Seite der Donau, in Bulgarien, in einem Ort namens Rustschuk. Dort wurden wir unsamt vom Schiff heruntergeschmissen und saßen in Rustschuk, wussten nicht, wie es weitergeht. Dort konnten wir niemanden um Hilfe bitten oder fragen, weil kein Mensch dort Deutsch verstand. Es gab Türken dort, es gab alle möglichen seltsamen Menschen. Es gab natürlich auch Juden dort, aber mit denen konnten wir nicht reden, weil sie nicht Deutsch konnten, nicht einmal Jiddisch. Die Juden in Bulgarien sind sogenannte spaniolische Juden, die sind Nachkommen der Juden, die aus Spanien vertrieben wurden, und die sprachen ein antikes, seltsames Spanisch. Außerdem haben wir auch keine Juden finden können, weil so zyrillische Buchstaben über den Geschäften waren. Wir hätten nie gewusst, wo man finden soll, den man um Hilfe bitten könnte. Also haben wir beschlossen, wir müssten über die Donau rüber. Und wir sagten so am Donau, verblickten sehnsüchtig auf das rumänische Ufer. Wie kommt man dorthin? Mein Vorschlag war, wir könnten vielleicht ein Boot stellen. Der Freund sagte, bist du narisch, du müsst vielleicht in einem bulgarischen Gefängnis landen, ohne mich, danke. Dann sah ich, dass dort etliche so Brocken von Treibholz herumlagen. Vielleicht können wir so einem Treibholz ein Floß bauen. Mit welchem Werkzeug? Nein, wir brauchten ein Seil, das wir die Hölzer zusammenbinden. Da wurde so das Seil, der ist auch wahr. Also wir haben dann plötzlich beschlossen, jeder nimmt ein Stück Holz, hält sich daran fest, bindet Rucksack dran mit unseren Habseligkeiten und wir schwimmen los. Das haben wir auch getan. Es war schon Anfang November, die Donau war schon ziemlich kalt, auch ziemlich breit. Dafür war die Strömung nicht so stark wie etwa in Wien. Die Donau ist dort nicht sehr, sehr tief, so wie sie zum Beispiel beim Eisernen Tor in Belgrad wäre. Und wir schwammen los und es ging eigentlich verhältnismäßig ganz gut und ich kam ganz gut vorwärts. Mein Freund Michel, der neben mir schwamm, wurde ein bisschen abgetrieben, war schon ungefähr 10 Meter von mir entfernt und da plötzlich höre ich ihn schreien, Hilfe! Was ist passiert? Ich bin in den Strudel hineingeraten und im fahlen Mondlicht sah ich, wie sich das Holz, auf dem sich festgehen, so wirbelmäßig dreht. Dann hörte ich noch eine glucksende Laute von ihm und weg war. An Hilfe war natürlich nicht zu denken. Und ich bin allein weitergeschwommen. In einem früheren Leben, da bin ich manchmal mit meinem Bruder Oskar bei der Donau gewesen, weil wir an einem heißen Sommertag schwimmen waren. Und mein Bruder schärfte mir ein, wenn ich in seinen Strudel hineinkomme, soll ich nicht panisch werden, tief Luft holen und untertauchen bis an den Grund der Donau, aus dem Strudel heraussteigen, wieder hinaufschwimmen. Das ist angeblich das Rezept, mit dem man einem Strudel entkommen kann. Mein Freund Michel Feldmann hatte keinen Bruder, dem das erklärt hat. Er ist alleiniglich zwischen Bulgarien und Rumänien ersoffen. Er war der einzige Freund, den ich hatte. Und dabei hat er nicht einmal meinen wirklichen Namen gewusst. Ich weiß nicht, wie lange ich da weiter gestrampelt habe im Wasser. Eine Stunde oder zwei. Ich weiß nicht und werde es auch nie erfahren. Ich bin irgendwann später am rumänischen Ufer gelandet und kam mir ungefähr so vor, wie der eingangs erwähnte Dackel, der nicht bei einem Schwanz aus der Luft getrieben wurde. Ich bin dort, war ich ohnmächtig oder nur übermüdet, bin eingeschlafen, war nicht bei Bewusstsein. Und als ich dann wieder zu mir kam, bin ich mühsam, war kalt, donauabwärts zu Fuß gegangen, bis ich in ein kleines Dorf kam. Und dort suchte ich, nachdem dort schon keine zyrillischen oder normale Buchstaben waren auf den Geschäften, suchte ich ein Geschäft mit einem jüdischen Namen, fand ein Geschäft, das einem Jonas Greenberg gehörte. Dort habe ich mich auf die Stufen gesetzt, auf ihn gewartet. Irgendwann rüttelte mich eine Hand auf und der Jonas Greenberg stand vor mir. Er fragte mich etwas Rumänisches und ich fragte ihn über deutsche Stunde. Er sagte im reinsten Jiddisch, Abissale. Und dann erzählte ich ihm, wer ich bin, wie ich darüber gekommen bin. Und er sperrte das Geschäft auf und sagte,
Größer Gott, komm herein, Jüngele. Ich bin in das Geschäft rein, hat den Ofen angezündet, hat mich gewärmt, eine Decke eingewickelt, war ganz besonders lieb. Dann hat er einige Nachbarn zusammengerufen, hat ihnen erklärt, wer dieser kleine Bub da aus Österreich ist, dem so kalt war, und dass ich nach Palästina auswandern möchte. Dazu müsste ich nach Konstanza gelangen. Hat eine Kollekte, also eine Sammlung gemacht, und jeder hat irgendwas hergegeben. Und mit diesem Geld wurde eine Fahrkarte nach Konstanze gekauft, eine Bahnfahrkarte, und so bin ich endlich an den Donauhafen in Konstanze gelangt. Das war leicht, weil da musste man nur der Nase nachgehen, muss am meisten gestunken vor der Hafen. Und dann waren etliche Schiffe verteuft und ich bin zielstrebig auf das Schäbig dazugegangen. Das hatte hinten eine griechische Fahne, das war ursprünglich ein griechischer, ausrangierter Frachter. Und oben am Mast hat einen Davidstern, da habe ich gewusst, das ist mein Schiff. Hab dort gefragt, wer der Verantwortliche für diesen Transport ist. Das war ein Mensch namens Schurl Hernstadt, ein gebürtiger Wiener. Einer, der im Jahr 34 nach dem Februarunruhen geflohen ist, und zwar nach Palästina. Dort hat er so weit gebracht, dass er in seinen illegalen Transport kommandieren konnte. Ich erzählte ihm, wer ich bin und mein Schicksal. Und er sagt, das heißt, du willst mitkommen, wer los? Da war es irgendwie möglich, ich bitte ja. Wie heißt du überhaupt? Ich sagte, ohne nachzudenken, Harry Braun. Nein, aber eigentlich heiße ich Gerhard Bronner. Warum hat er Harry Braun gesagt? Weil meine Brünner Aufenthaltsgenehmigung auf diesen Namen ausgestellt worden ist. Warum? Ich erzählte es ihm, dann fügte ich hinzu, aber in Wirklichkeit heiße ich Bronner. Brauner, da habe ich bei der SAE einen Camp, der auch so geheißen hat. Das war mein Bruder, sagte ich. Er sah mich misstrauisch an. Dann fragte er, was hat denn dein Bruder für einen Vornamen gehabt? Oskar. Stimmt. Was ist aus einem Kurden? Er war im KZ Dachau, sagte ich. Dort ist er umgekommen. Schön Herzschlag überlegte kurz, dann sagte er, komm mit, das Schiff ist ja so überfüllt, dass er so eine halbe Portion mit die Annahme ankommt. Und so erreichte ich den ersehnten Transport, wenn auch einen illegalen Transport, in das gelobte Land. Obwohl mein Bruder Oskar nicht mehr am Leben war, hat er mir auch dabei geholfen. Wer dieses Land jemals gelobt hat, weiß ich nicht genau. Ist mir auch ziemlich wurscht. Ich habe dort jedenfalls 10 Jahre verbracht, habe dort einen Beruf gelernt, habe dort geheiratet, habe dort einen Sohn gezeugt. Und nach 10 Jahren bin ich zurück nach Wien, aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Damit wollen wir die Erzählung schließen. Ich möchte zum Abschluss, wenn dieses Mikrofon noch gehen sollte, ein Lied vortragen, und zwar ein Lied, das eine Art gesungene Autobiografie ist. Meine Mutter war keine Wernerin, mein Vater kein Hausherr, kein Senfabrikant. Ich hätte in jedem anderen Land geboren werden können. Wir wollen das Zufall nennen, dass ich geboren wurde in Wien und wurde das, was ich bin. Meine erste Spielwiese war ein großes, weites Feld in Favoriten, eine sogenannte Gstätten, die aus unerfindlichen Gründen die Kreta genannt wurde. Und auf dieser Kreta, da gab es die sogenannten Kreta-Buren. Und für den lernte ich mein erstes Lied. Das ging so. Schwarze Hose, weiße Zelt und der Messer in die Hände und am Arsch auf dem Büro, wie ist die Kreta-Böhme drum? Halli, hallo, wie ist die Kreta-Böhme drum? Halli. Sie waren musische Menschen, Kreta. Es ist ein weiter Weg von Favoriten bis dahin, wo ich heute stehe. Manchmal habe ich die Kurve geschnitten, da schnitt sie mich und das tat weh.
heute nicht. Ich ging auch nicht. Ich blieb und lernte. Wenn kleine Kinder gefragt werden, was sie mal werden wollen, dann sagen sie meistens Feuerwehrhauptmann, Lokomotivführer, Indianerhäuptling. Ich wollte Delikatessenhändler werden. Denn damals, zur Zeit der großen Wirtschaftskrise, hörte ich einmal einen Mann sagen, passt, die einzigen, die hätten was zum Fressen haben, sind die Delikatessenhändler. Die kennen wenigstens das Zahnfressen, was nicht verkauft haben. Also musste ich natürlich Delikatessen. Und der Bürgerkrieg kam nach Favoriten, Straßenbahnen blieben stehen. Polizei ist durch die Straßen geritten, viele Fahnen sah ich wehen. Ich sah Menschen, die an Schusswunden litten, hörte sie um Hilfe flehen. Ich blieb, lernte weiter, zum Beispiel Wiener Gemütlichkeit. Es war im März 38. Zwei Hitlerjungen haben mich fürchterlich verdroschen. Der Wachmann, den ich um Hilfe rief, blickte den und sagte ganz freundlich, er wird das heute wahrscheinlich geratzt haben. Ne? Eine harte Schule war Favoriten, doch ich hab sie absolviert. Man gewöhnt sich an die raueren Sitten, wenn man nicht zertreten wird. Der Weg, mein Weg, dieser weite Weg vom Favoriten bis dahin, wo ich heute stehe. Manchmal tue ich so, als stünd ich inmitten der sogenannten Notwohlen. Nur ich kenn mich besser, ich weiß, wer ich bin. Ein Kreta pur aus Favoriten, der strampelt oder stritten am Weg vom Favoriten noch wieder. Für Reaktion und drittens, wenn irgendjemand irgendwelche Fragen oder Bemerkungen oder Widersprüche äußern will, jetzt hat die Gelegenheit. Was ist mit der Mami geschehen? Die wurde gemeinsam mit meinem Vater im Jahr 1943 vergast. Noch was? Ja? Das habe ich mich oft gefragt. Das war eine interessante Geschichte. In Palästina habe ich bei den Engländern gearbeitet und die Engländer sind im Jahr 48 abgezogen, haben das Mandat aufgegeben und ich bekam einen Job angeboten in London als Musiker. Ich wollte nach London fahren. Meine Frau, die ich inzwischen geheiratet hatte, wollte ihre Eltern wiedersehen, die aus Shanghai, wo sie den Krieg verbracht haben, nach Wien zurückgekehrt sind. Und da habe ich beschlossen, gut, wir fahren nach London, aber wir machen eine kurze Station in Wien, maximal 3-4 Wochen, weil länger bleibe ich nicht in dieser Scheißstadt. Und aus diesen 3-4 Wochen sind dann 40 Jahre geworden. Und es gab Zeiten, wo ich das wirklich bereut habe, besonders die Waldheim-Ära. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich wollte gar nicht nach Wien zurückkommen, es hat sich dann so ergeben, dass ich dort geblieben bin. Noch eine Frage? Es ist immer gut, eine schweigsame Audienz zu haben. Gut, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe jederzeit für Fragen zur Verfügung. Sie können mich im Internet erreichen, wann es sein muss.
Organisationsarbeit geleistet hat. Vielen Dank. Noch einmal danke.